Ich wurde mittlerweile einige Male gefragt, ob ich nicht ein kurzes Video dazu machen könnte, wie man von iOS 14 wieder auf iOS 13 zurückkommt, weil die eine oder andere App nicht funktioniert oder insgesamt das System nicht ganz so fehlerfrei läuft. Und daher möchte ich euch in diesem Video gerne zeigen, wie ihr ganz einfach wieder von iOS 14 Beta auf iOS 13 zurückkommt. Sollten euch Tutorials wie dieses interessieren und gefallen, dann würde es mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr jetzt kostenlos ein Abo dalasst und natürlich auch die Glocke aktiviert, damit ihr in Zukunft keine weiteren ähnlichen Videos mehr verpasst. Und wir schauen uns jetzt direkt nach dem Intro an, wie man von iOS 14 Beta wieder zurück auf iOS 13 kommt. Bevor wir mit dem Downgrade loslegen, solltet ihr auf jeden Fall noch in den Einstellungen unter eurer Apple-ID bei Wo ist mein iPhone suchen deaktivieren, das ist standardmäßig eingeschaltet und bei einem Downgrade, egal ob ihr wiederherstellt oder auch ein Update installiert, solltet ihr das Ganze hier einmal deaktivieren, um Fehler zu vermeiden. Und was auf jeden Fall ebenfalls sinnvoll ist, ist natürlich ein Backup zu erstellen. Ihr erstellt in diesem Fall dann ein iOS 14 Backup, ihr solltet aber natürlich schon ein iOS 13 Backup erstellt haben, bevor ihr überhaupt auf iOS 14 Beta geupdatet habt. Und dieses könnt ihr dann, falls es zu Fehlern kommen sollte, natürlich im Nachhinein wieder einspielen, wenn ihr eben das Gerät komplett wiederherstellen müsst und dann eben entsprechend eure Daten wieder draufziehen müsst. Das heißt auf jeden Fall, Backups machen immer Sinn, egal ob mit iOS 13 oder auch mit iOS 14, denn ihr könnt später, wenn ihr ein Backup auswählt, auch auf ältere Backups zugreifen. Um ein Downgrade von iOS 14 auf iOS 13 durchzuführen, benötigt ihr einen Mac oder Computer und die IPSW eures Gerätes. Diese findet ihr zum Beispiel auf ipsw.me, den Link findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung und hier müsst ihr jetzt im Grunde nur euer Gerät auswählen. Dazu gehe ich in meinem Fall auf iPhone und wähle hier iPhone 10 aus. Und dann seht ihr auch schon, welche IPSWs aktuell signiert werden. Also in diesem Fall ist das iOS 13.5.1. Diese Version können wir noch installieren. Alle älteren Versionen wie iOS 13.5, iOS 13.4.1 werden nicht mehr signiert und können auch nicht mehr installiert werden. Wenn jetzt in Zukunft iOS 13.6 erscheint, dann wird das hier ebenfalls angeboten und iOS 13.5.1 wird nach einem gewissen Zeitraum dann nicht mehr signiert. Das heißt, diese Version könnt ihr dann auch nicht mehr installieren. Ihr müsst immer die aktuell signierte Version hier auswählen. Da könnt ihr ganz einfach raufklicken und daraufhin hier auf Download klicken und dann wird diese Version für euer Gerät heruntergeladen. Sobald ihr die Firmware von eurem Gerät heruntergeladen habt, könnt ihr auf eurem Mac den Finder öffnen und hier euer per USB angeschlossenes Gerät ganz einfach in der Seitenleiste links auswählen. Das gleiche unter Windows mit iTunes. Ihr müsst euer Gerät verbinden und daraufhin iTunes ganz einfach öffnen. In meinem Fall habe ich hier jetzt neben dem Finder noch zusätzlich die IPSW auf meinem Desktop und jetzt müssen wir im Grunde genommen nur eine Sache machen. Und zwar müssen wir mit gedrückter Alt- bzw. Option-Taste unter macOS auf Nach Update suchen klicken und dann öffnet sich ein Fenster und hier müssen wir die IPSW unseres Gerätes auswählen. Klicken dann auf Öffnen und daraufhin wird das Update installiert bzw. die Firmware wird installiert. In diesem Fall wird eben ein Downgrade durchgeführt von iOS 14 auf iOS 13. Das gleiche funktioniert unter Windows genauso, allerdings müsst ihr dort die Shift-Taste gedrückt halten und dann ebenfalls auf Nach Update suchen klicken und daraufhin wählt ihr wieder die IPSW aus, klickt auf Öffnen und daraufhin wird das Ganze in diesem Fall eben aktualisiert. Wir klicken hier dann im Anschluss auf Aktualisieren und jetzt wird die Firmware auf eurem Gerät installiert. Das kann jetzt nochmal sein, dass ihr einen Code auf eurem Gerät eingeben müsst oder vielleicht auch auf eurem Rechner und daraufhin wird das Ganze jetzt installiert. Das kann einen kleinen Moment dauern, also ein iOS-Update dauert ja immer gut ein paar Minuten und dann sollte euer Gerät wieder auf iOS 13.5.1 sein. Mein iPhone ist jetzt nach dem Downgrade neu gestartet und ihr seht hier oben, dass ich iOS 13.5.1 installiert habe. Das heißt, ich habe hier jetzt eben die aktuellste verfügbare Version auf meinem iPhone installiert. Vorher eben iOS 14 Beta und bin jetzt wieder hier auf iOS 13.5.1 und so könnt ihr ganz einfach euer Gerät downgraden.
Wie ihr seht, ist das gar nicht so schwierig, einen Downgrade durchzuführen, in diesem Fall von iOS 14 zurück zu iOS 13.5.1 und in diesem Fall auch ohne Datenverlust. Ihr müsst natürlich damit rechnen, dass es eben zu Problemen kommen kann. Daher sind die Backups auf jeden Fall elementar wichtig. Also macht auf jeden Fall immer Backups eurer Daten, damit ihr, wenn es mal zu einer Wiederherstellung kommen muss, eure Daten auf jeden Fall wieder einspielen könnt. Aber grundsätzlich könnt ihr so ganz einfach euer Gerät zurücksetzen und zwar ohne, dass ihr eben nachträglich ein Backup einspielen müsst, sprich ohne Datenverlust. Aber wie gesagt, Backups sind auf jeden Fall extrem wichtig, deswegen macht sie. An dieser Stelle hoffe ich jetzt natürlich, dass euch dieses Video geholfen hat, wenn ihr von iOS 14 Beta zurück zu iOS 13 wolltet. Und wenn das der Fall war, würde ich mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Gerne könnt ihr mir Fragen in die Kommentare schreiben, wenn ihr irgendwie Probleme habt. Versuche ich euch natürlich so gut es geht zu helfen. Und wenn ihr in Zukunft keine weiteren ähnlichen Videos mehr verpassen möchtet, dann lasst auf jeden Fall gerne kostenlos ein Abo da und aktiviert die Glocke. Und wir sehen uns dann auch schon beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht es gut.